Kurznachrichten. Zum Sendestart bereits erwähnt von mir, der Kontrafunk, ein neuer Radiosender, die Stimme der Vernunft. Hier publiziert Burkhard Müller-Ulrich. Als Autor war er tätig bei der Weltwoche Fokus Süddeutschen Zeitung, aber auch einige Jahre Redaktionsleiter der Redaktion Kultur im Deutschlandfunk, später freischaffend für mehrere ARD-Sender, zum Beispiel auch für den SWR. Auf seinem Kanal diskutiert Dr. Paul Brandenburg zum Thema Faschismus. Der Arzt und Publizist aus Berlin verwendet diesen Begriff auch für Begebenheiten der letzten 2 Jahre. Hier möchte er das mit Hörern ausdiskutieren. Ich halte das für sehr wichtig und auch im Sinne dessen, was das Grundgesetz unter Meinungsfreiheit versteht. Aus einer seiner Sendungen habe ich 2 Hörergespräche herausgeschnitten. Übrigens auch gemastert, lieber Paul Brandenburg. Es gibt ja die beiden Brüder, linker Kanal und rechter Kanal, wenn der eine Kanal zu leise ist, im Ernstfall Mono drücken. Bei Wortprogrammen kein Problem. Was mir in diesen Sendungen aber fehlte, war eine klare Definition des Begriffs Faschismus. Und da wird es relativ schwierig. Gibt man das im Internet ein, bei der Bibel des Jahres 2022, Google, dann gewinnt man sehr schnell den Eindruck, Faschismus ist etwas Italienisches. Herr Mussolini reklamierte es für sich. Man leitet von Fascio, Bund ab. Man könnte also sagen, Spaghetti Napoli, Roma Ramazzotti, Bologna Faschismus. Aber mal etwas tiefer rein. In einer der Sendungen mit Paul Brandenburg wird Martin Schulz von der SPD zitiert. Sein Zitat findet man auch in der Postille Vorwärts. Adressat war damals die AfD, aber dennoch. Zum Faschismus. Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Die Konrad-Adenauer-Stiftung lässt uns wissen, der Begriff wird gerne und oft mit politischer Absicht synonym für Rechtsextremismus benutzt. Das bedeutet nicht zuletzt eine polemische Verharmlosung des aktuellen Rechtsextremismus. Das Theater Bamberg befasste sich mit dem Stück Der Untertan, dem Buch von Heinrich Mann. Der wurde ja 1949 kurz vor seinem Tod zum Präsidenten der Deutschen Akademie der Künste in Berlin-Ost, Hauptstadt der DDR, gewählt. Er starb 1950, sollte meines Wissens Kulturminister werden. In seinen Erinnerungen schrieb er zum Roman Der Untertan, vollendet 1914, dass der Erste Weltkrieg in dem Buch nahe und unausweichlich erscheint. Auch die deutsche Niederlage, der Faschismus gleichfalls schon, wenn man die Gestalt des Untertan nachträglich betrachtet. Als ich sie aufstellte, fehlte mir von dem ungeborenen Faschismus der Begriff und nur die Anschauung nicht. Oftmals wurde der Faschismus von seinen politischen Gegnern definiert. So natürlich auch im realsozialistischen Osten Europas. Unser Kolumnist Jürgen Eger nennt den Faschismus gerne Hitlerismus. Er verweist auf das Zitat von Georgi Dimitrov. Faschismus an der Macht ist die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Etwas mehr von Georgi Dimitrov. Unter den Verhältnissen der hereingebrochenen, überaus tiefen Wirtschaftskrise, der heftigen Zuspitzung der allgemeinen Krise des Kapitalismus, der Revolutionierung der werktätigen Massen, ist der Faschismus zum breiten Angriff übergegangen. Die herrschende Bourgeoisie sucht immer mehr ihre Rettung im Faschismus, um die schlimmsten Ausplünderungsmaßnahmen gegen die Werktätigen durchzuführen, um einen imperialistischen Raubkrieg, um den Überfall auf die Sowjetunion, die Versklavung und Aufteilung Chinas vorzubereiten und durch alle diese Maßnahmen die Revolution zu verhindern. Dazu brauchen sie den Faschismus. Gemeint die imperialistischen Kreise. Weiter, sie wollen das Problem der Märkte durch Versklavung der schwachen Völker, durch Steigerung der kolonialen Unterdrückung und durch eine Neuaufteilung der Welt auf dem Wege des Krieges lösen. Mein Faschismusbild ist vor allem durch meine Lehrer geprägt. Auch da erinnere ich mich, dass wenn der Kapitalismus seine inneren Konflikte von Karl Marx wissenschaftlich analysiert nicht mehr überwinden kann, zum Faschismus greift. Er ist also im kapitalistischen Gesellschaftssystem immer verankert. Dennoch, so las ich im Jugendweihebuch vom Sinn unseres Lebens, vermag dieses großen Wohlstand zu zelebrieren, auch technischen Fortschritt zu schaffen, aber eben nie im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen, fortschrittlichen Entwicklung. Vieles von dem, was man Freiheit nennen kann, ist auch Nachlässigkeit oder Konsumismus, der sich schön darstellt an absurd großen Autos mit absurd großen Motoren oder hochhausähnlichen Schiffen im Rahmen des Massentourismus, der fester Bestandteil der freiheitlichen Ideologie ist. Andererseits erinnere ich mich an eine Aussage. Ich bin mir zu über 90% sicher, sie war von Guido Westerwelle. Dieser meinte, dem Sozialismus liegt von vornherein das Totalitäre im Blut. Richtig ist, der Sozialismus wollte erziehen.
die Menschen über Kultur, über sozialem Verhalten zur Vernunft zwingen. Wenn man Kultur, Bildung und Vernunft totalitär einstuft, beziehungsweise den Zwang dazu, ist das nicht mal falsch. Wo genau da Brandenburg steht, weiß ich nicht. Im ersten Mitschnitt kommt eine Ärztin zu Wort. Es geht um die Frage, haben wir bereits Faschismus? Luisa, hallo. Grüße Sie, Luisa. Was ist Ihre Haltung dazu? Ist es schon Faschismus? Ja, es ist Faschismus. Ich habe schon mehrere Länder gewechselt. Ich habe beruflich in verschiedene Länder gelebt. Ich bin zwar nicht in Deutschland geboren, aber meine Großmutter kommt aus Deutschland. Es ist Faschismus, ja. Warum? Na, weil man darf ja nichts mehr sagen. Man hat überhaupt so keine Mitspracherecht, keine freie Meinung. Man muss immer darauf achten, mit wem man redet, über was man redet, worüber man redet. Also das ist ja ganz, ganz schrecklich. Also das ist Faschismus. Das ist ja genauso, wie ich von meiner Oma ihre Jugend kenne, 1938 in Augsburg geboren. Und die ist damals aus Deutschland ausgewandert. Sie hat uns Enkelkinder immer erzählt. Die sind dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Ich lebe im Medizinbereich, bin selber Ärztin. Ich möchte jetzt mal nicht sagen, wo, aus Datenschutz. Weil aus Faschismus, weil ich einfach Angst habe und ich möchte das bestätigen, ja, das ist Faschismus, leider Gottes, ja. Ja. Ich danke Ihnen für die klare Meinung. Würden natürlich Kritiker einwenden, Sie dürfen diese Meinung ja hier äußern. Es gibt niemanden, der Sie davon abhält. Sie können hier anrufen, wenn wir die technischen Probleme im Griff haben, können wir auch senden. Also das ist etwas anderes, als wir es aus einem vollentwickelten Faschismus kennen. Lassen Sie das gelten als Gegenargument? Ja. Ergänzende Gedanken von mir. Ich habe ja einige Jahre beim kommerziellen Radio gearbeitet. Nach einer Anfangszeit mit relativ künstlerischer Freiheit wurde ein nach amerikanischen kommerziellen Radiovorstellungen gestaltetes Konzeptradio umgesetzt. Formatradio sagt man dazu. Das hieß im Klartext, man spielt die immer selben 300 Lieder und nennt das Ganze mehr Abwechslung mit Megahits aus 3 Jahrzehnten. Ich konnte das nach einer gewissen Übergangszeit nicht mehr mit mir vereinbaren. Wohnt doch derartigen Konzepten auch eine Art Totalitarismus inne? Ich bin überzeugt, kritiklose Konsumenten verändern sich über die Jahre. Ergänzend dazu ein Kulturtipp. Ein für das Fernsehen der DDR gedrehter Dokumentarfilm über das Verbotsverfahren um den 1932 von Zlatan Dudow inszenierten Arbeiterfilm Coole Wampe, veröffentlicht auf der DVD Coole Wampe von der Filmedition Surkamp. Als Beispiel für die faschistische Kultur wird die leichte Unterhaltungskomödie Die drei von der Tankstelle vorgeführt. Diese spiegelte laut den Machern den damaligen Zeitgeist wider. Leichteste Unterhaltung, mit der sich die Massen abrichten ließen. Wie wir aus der Filmgeschichte wissen, waren wirkliche Propagandafilme im Dritten Reich selten populär. Kommen wir aber nun zurück zu Paul Brandenburg, das zweite Gespräch, ein etwas längeres und nicht uninteressantes. Ein Unternehmer. Hallo, hier ist Max aus Berlin. Max aus Berlin, du bist live. Hallo Max. Hallo, grüße euch. Ist hallo Paul, Faschismus, schön dich zu sprechen, Paul. Ja, der Faschismus, ja. Du, ich habe als Ungeimpfter einen schweren Winter hinter mir, wie wahrscheinlich viele andere auch. Und ich glaube, wir haben da alle einen Vorgeschmack bekommen, wie sich der Faschismus wirklich anfühlt. Jetzt sitzt man im Sommer beim Bierchen im Biergarten. Entschuldige bitte, worin bestand er denn dann genau? Also ich ahne, worauf du hinaus willst. Aber was ist das, was du als Ungeimpfter als Faschismus bezeichnest? Werden wir mal konkret. Na, es war der gesellschaftliche Druck, es war dieses, ich habe mich sehr ins Private zurückgezogen, ich bin nicht mehr rausgegangen, ich habe mich selbst verleugnet eigentlich auch. Also wenn mich jemand gefragt hat, ob ich geimpft bin, habe ich das oft mit Ja beantwortet, obwohl ich nicht war. Ich habe mich aus meinem Freundeskreis zurückgezogen, ich wurde auch in meinem Freundeskreis teilweise stark ausgegrenzt und angefeindet. Auf der anderen Seite habe ich auch Freunde neu entdeckt, neue Freunde kennengelernt und da auch viele schöne Dinge erlebt. Aber was ich so interessant finde an dieser ganzen Geschichte, ist eigentlich, dass man jetzt im Sommer wieder im Biergarten sitzt mit den Freunden und alles wieder so weit weg erscheint. Und wir aber alle wissen, was eigentlich noch unter der Haube schlummert und auf uns zukommt. Ja, und was jetzt auch im Winter wieder auf uns zukommen wird. Und wir können ja täglich in den Nachrichten hören, und von unserem lieben Gesundheitsminister, da wird ja schon wieder nachgeladen für den nächsten Winter, für den nächsten Schuss auf uns. Das macht mir natürlich große Angst. Und momentan ist es natürlich so, dass alles ein bisschen in weite Ferne gerückt ist, aber ich befürchte, es kommt wieder. Und wir sind so wenige nicht. Und wenn es einen positiven Effekt hatte diesen Winter, dann, dass wir uns wahrscheinlich auch gefunden haben. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was uns allen wirklich Hoffnung geben darf,
dass wir nicht alleine sind und dass wir hier, dass sich hier etwas formiert hat in den letzten 2 Jahren, was es vor 2 Jahren ja so einfach noch nicht gab. Das darf man nicht vergessen. Das, dieser Wahnsinn der Corona-Politik ist ja in ein Vakuum reingestoßen. Und dieses Vakuum existiert jetzt nicht mehr. Wir haben die Chance, diesen Winter wirklich Widerstand zu leisten. Und dafür bist du, also dafür kann man dir nur danken und allen, die dort so eine tolle Arbeit leisten. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen dafür Dank auch im Namen der Kollegen natürlich. Aber lass mich doch eine Frage nochmal anschließen, weil du gerade, wie ich verstehe, aus persönlicher Betroffenheit da berichtest. Und das ist absolut nachvollziehbar, glaube ich. Auch für Geimpfte dürfte das nachvollziehbar sein. Die Frage für mich dahinter ist und bleibt, wie siehst du das, eine ganz persönliche Einschätzung, ist das, was dazu führte, dass deine Freunde dich so behandelten, dass du dich zurückgezogen hast? Man kann ja jetzt sagen, nicht, um mit Lauterbach zu sprechen, nee, das war ihre eigene Entscheidung. Ich habe dich jetzt gerade geduzt, Verzeihung, das war einfach nur reziprok. Bitte, darfst du gerne machen. Ich bin, glaube ich, noch ein Jahr jünger als Was du da entschieden hast, ist das vielleicht einfach nur deine private Entscheidung gewesen? Oder sagst du, nein, das war ein gewollter Druck von außen. Man hat seitens der Politik, seitens des Systems eben gewollt, dass Menschen vereinzelt werden. Das kann man nicht beweisen. Nur eine Frage nach deiner ganz persönlichen Einschätzung. Siehst du dahinter ein Wollen der Politik? Es war eine ganz klare Erpressung. Da wurde überhaupt kein Hehl draus gemacht. Es war meine persönliche Entscheidung, mich nicht impfen zu lassen. Und es wurde einfach... Es war einfach ein erpresserischer Akt. Aber nicht vergessen, die beiden Brüder, linker Kanal und rechter Kanal. Ein langer, schwieriger Einstieg in den Sonnabend, 30. Juli 2022. Er war mir aber wichtig. Ich selbst verwende den F-Begriff nicht unbedingt gerne, verwende lieber Formulierungen wie Begebenheiten, die erinnern an, weiß aber auch, aus eigenem Umfeld, derartige Höflichkeiten sind vereinzelt. Umso wichtiger ist der vom Kontrafunk angeregte Diskurs. Ich sehe hier eine Aufgabe von Journalisten, auch bei Meldungen wie diesen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Tötung dutzender Kriegsgefangener in einem Lager im Gebiet Donetsk verurteilt und Russland dafür verantwortlich gemacht. Zitat Selenskyj, das ist eine weitere Bestätigung, dass Russland ein Terrorstaat ist. Laut Selenskyj gebe es ausreichend Beweise, dass dies ein geplantes Verbrechen war. Mehr als 50 ukrainische Verteidiger seien auf zynische Weise ermordet worden. Russland wiederum gab der Ukraine die Schuld an dem Angriff. Demnach soll das Gebäude mit den Gefangenen von einem von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfern vom US-Typ HIMARS beschossen worden sein. Selenskyj dagegen sprach von einem Terroranschlag, der von russischen unmenschlichen Monstern verübt worden sei. Was, wie dort genau passiert ist, kann auch ich nicht ermitteln. Seit gestern Nachmittag jagen mir aber 2 Dinge durch den Kopf. Zum einen, das ukrainische Gefangenenlager befand sich auf dem Gebiet der Volksrepublik Donetsk. Dieses wird als von Russland befreit bezeichnet, in Russland. Mit welcher Motivation sollten die Russen ein von ihnen selbst befreites Gebiet angreifen? Hinzu kommt, die Gefangenen könnten vor Gericht Dinge ausplaudern über Begebenheiten in der ukrainischen Armee. Sie könnten Geheimnisträger sein. Daraus lässt sich zumindest eine Motivation der ukrainischen Seite ableiten, einen derartigen Beschuss durchzuführen. Von diesem Gesichtspunkt an die Sache herangehend scheint mir die russische Seite plausibler. Zu einer Begrifflichkeit wie Terroranschlag von russischen unmenschlichen Monstern. Diese Versuche der Entmenschlichung haben zweifelsfrei ihre Vorläufer im Dritten Reich. Auch die Juden wurden als Ungeziefer bezeichnet, entmenschlicht. Es ist für mich mehr als nachvollziehbar, dass Russland für sich in Anspruch nimmt, diesen Sound zu vernichten. Und es wird für mich auch mehr als nachvollziehbar sein, wenn westliche Politiker sich nicht gegen derartige Aussagen eindeutig positionieren, dass auch wir die Vernichtung zwingend auf uns ziehen werden, die Entnazifizierung. Und diese Tatsachen zeigen, wie wichtig die Eingangsdiskussion war. Wir sollten davon ausgehen, dass in Donetsk und Lugansk Kämpfer der Volksrepubliken sich im antifaschistischen Widerstandskampf wähnen. Die Verhältnismäßigkeit ist am Ende nie das, worüber man im Krieg streitet. Weitere Meldungen. Russland liefert knapp 50.000 Tonnen Hilfsgüter an den Donbass. Verbände der Volksrepublik Lugansk stoßen auf Solidar vor. Der stellvertretende Vorsitzende der Gazprom-Gesellschaft hat behauptet, dass Siemens nicht mehr als ein Viertel der Menge an den Turbinen von Nord Stream beseitigt hätte. Darüber berichtet auch der ORF. Bezogen auf Getreideexporte wartet Kiew auf ein Startsignal. Springers Welt schreibt, Kiew meldet Probleme mit deutschen Haubitzen. Diese weisen deutliche Verschleißerscheinungen auf. Durch den ukrainischen Beschuss der Donetsker Volksrepublik sind gestern 5 Zivilisten ums Leben gekommen. Russland habe im Erreichen der Aufgaben der militärischen Spezialoperation bedeutende Fortschritte gemacht, verkündete der erste Stellvertreter des russischen Botschafters bei der UNO, Poljanski, während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Eine vollständige Befreiung des Donbass sei lediglich eine Frage der Zeit. Poljanski kritisierte die westlichen Waffenlieferungen, da diese nur den Krieg verlängern würden. Das ukrainische Volk werde indessen
als Kanonenfutter verheizt. Der Diplomat wies außerdem darauf hin, dass die gelieferten Waffen von der ukrainischen Regierung vorrangig gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden. Das bestätigte indirekt übrigens auch ein Fernsehbericht der Welt oder Welt TV, der Fernsehkanal zur Zeitung. Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Etwa 85% der Gebäude in der Stadt Krasny Liman in der Donetsker Volksrepublik sind durch die ukrainische Armee zerstört worden. Dies meldet der Nachrichtenagentur RIA Novosti der Bürgermeister der Stadt Petrikin. Der Server der Nationalen Verteidigungsuniversität der Ukraine wurde gehackt. US-Außenminister Blinken und sein russischer Amtskollege Lavrov haben miteinander gesprochen. Es sei ein offenes und direktes Gespräch gewesen, berichtet die ARD. Es ging über die Freilassung zweier inhaftierter US-Bürger. Laut CNN soll Moskau den Tiergartenmord ins Spiel gebracht haben. Der vermeintliche Mörder sitzt in Deutschland im Gefängnis. Nordmazedonien überlässt der Ukraine Kampfpanzer sowjetischer Bauart. Auf die Bundesregierung wächst seitens der EU-Partner der Druck, den Atomausstieg zu verschieben, dpa berichtet. Der Bundesverband der deutschen Industrie fordert einen Preisdeckel für Gas. Russland sieht nach Angaben des Präsidialamtes keine Bereitschaft des Westens, in Bezug auf die Ukraine Zugeständnisse zu machen und einen Waffenstillstand zu erreichen. Die ARD zitiert Dmitri Pieskow. Dieser reagierte auf Äußerungen des ukrainischen Außenministers Kuleba, der in einem Gastbeitrag für die New York Times den Westen aufgefordert hat, Russlands falsche Friedensvorschläge abzulehnen. Deutschland wird der Ukraine nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums 16 Brückenlegepanzer vom Typ Biber liefern. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Zitat, Putin muss daher jeden Tag weiter wissen, unser Widerstand gegen seinen Unterwerfungsfeldzug wird nicht nachlassen. Wir behaupten auch unser europäisches Lebensmodell, unsere Freiheit, die Grundregeln unseres friedlichen Miteinanders auf unserem Kontinent. Das alles wird sich im Krieg in Rauch auflösen. Ungarn rechnet mit einer baldigen Einigung mit Russland auf die Lieferung von zusätzlichen 700 Millionen Kubikmetern Gas. Das erklärte Viktor Orbán im staatlichen Hörfunk. Die DHL beendet ab 1. September innerhalb Russlands die Zustellung von Briefen und Paketen. International, das US-Repräsentantenhaus stimmt für ein Verbot von halbautomatischen Waffen. Das Magazin Männersache berichtet, eine chinesische Rakete wird am Wochenende unkontrolliert auf die Erde stürzen. Es ist noch nicht absehbar, wo sie einschlägt. Das gute Stück heißt Langer Marsch 5b. China kündigt Militärmanöver in der Taiwanstraße an. Der ORF berichtet, Deutschlands Außenministerin Baerbock hat sich bei ihrem Antrittsbesuch in der Türkei einen offenen Schlagabtausch mit dem türkischen Amtskollegen geliefert. Baerbock forderte die Freilassung des inhaftierten Kulturförderers, ich ergänze, Unternehmers Kavala. Auch verteidigte sie Griechenland gegen türkische Territorialansprüche. Die Türken keulten zurück. Ernst nehmen werden sie Baerbock nicht, schon allein wegen Frau. Sorry, so viel Schwein muss sein. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt im Zusammenhang mit verfassungsfeindlichen Symbolen gegen 5 hessische Polizeibeamte. Welche Symbole das sind, erklärt der Bericht im ORF nicht. Den Beschuldigten sei ein Dienstverbot erteilt worden. Die Hessenschau des Hessischen Rundfunks berichtet auch von Strafvereitelung und Verletzung von Dienstgeheimnissen. Unlängst gab es bereits Skandale und Ermittlungen. Hier ging es um Nazi-Bilder. Ich erinnere an das T-Shirt der Dame, die neben Nancy Faeser stand. Gestern Thema in diesem Podcast. Um Missbrauchsdarstellungen im Netz zu bekämpfen, will die EU private Chats mitlesen dürfen. Oberste EU-Datenschützer äußern nun schwerwiegende Bedenken. Westliche Staaten verstärken ihre militärische Zusammenarbeit mit Niger. 7-Tage-Inzidenz 607, Österreich 720.3. Thüringer Forscher entwickeln laut MDR einen Schnelltest auf 21 verschiedene Antikörper. Auch berichtet der MDR von einer US-Studie. Corona im Wasser sei schneller und billiger nachzuweisen als klinische Labornachweise. Gemeint ist das Abwasser. Die Welt berichtet, nachhaltige Städte müssen höher und dichter sein. Rewe verzichtet als erster Lebensmittelhändler in Deutschland auf gedruckte Handzettel. An meinem Briefkasten steht, bitte keine Werbung einwerfen. Wetter.com berichtet von einem markanten Absturz nach der Hitzewelle. War es das mit dem Sommer? Zum Wetter gleich. Aber zuvor noch, die deutschsprachigen Theater haben extrem unter den Beschränkungen in der Corona-Pandemie gelitten. Neue Zahlen belegen, wie gravierend die Lockdowns für die Kulturbranche waren. Man zählt 86% weniger Zuschauer, es berichtet die ARD.
Glauben Sie mir, Ihr Erzähler ist ein ausgesprochener Angsthase, was Hitze angeht. Bei 35 Grad aufwärts werde ich unruhig. Das habe ich in diesem Jahr aber nur ganz partiell erlebt. Völlig irrational dafür. Der Medienterror, anders kann ich das nicht bezeichnen. Blutrote Wetterkarten, auch heute in der ARD. Für heute werden kräftige Schauer und Gewitter gemeldet. Ach, die Affenpocken. Nein, noch mehr Panik brauche ich nicht. Sitz. Die nächsten Tage mehr Wolken im Norden. Temperaturen Mitte der 20er Grad. Die 30 Grad Marke wird nur im Südwesten erreicht. Normaler kann ein Sommer nicht sein. Machen. Alternative Music.